So, Freunde, wir waren bei Talfeuerwerk. Drehen mal hier ein kleines Unboxing. Wir haben hier 5 Kartons. Noch ein bisschen was Loses. Und zwar hier die Atlas 1700 Rockets und die Apollo 2000 Rockets. Ja, dann ist hier noch ein China-Böller B-Schinken von Funke. Ja, der ist jetzt offen, weil die noch keine neue Charge hatten, weil die haben noch keine Lieferung bekommen und er hatte nur 2 halbe Schinken. Ja, aber ich verzinte ja eh, von daher ist mir die Optik jetzt egal gewesen. Deswegen habe ich jetzt eine alte Charge bekommen. Ja, dann haben wir hier noch die Kreischer Kompakt von Lesby. Ja, dann fangen wir mal an hier auszupacken. Gucken, wie gut ich das einhändig schaffe. Mal schauen. Doch. So. Das sieht nach Funke aus, ja. Genau. A-Böller von Funke. Das Ganze zweimal. Ja, da muss ich sagen, also die Teile sind wirklich top. Deswegen habe ich mir noch mal davon welche gesichert, man weiß ja nie. Und ja, dann haben wir hier Höllenfeuer. 1000 Silbertaler. Neuheit dieses Jahr von Funke, zweimal. Auch Neuheit dieses Jahr, auch zweimal. Dann 1000 Kristalle und 1000 Smaragde, auch jeweils zweimal. Hier nochmal die zweite Packung Smaragde. Und zweite Packung Kristalle, sind jeweils 4 Fontänen drin. Ja, mal schauen, wie die so sind. Bin mal gespannt. So, dann haben wir hier noch einmal die Whistling Airplane von Classic. Sehr schöne Vögel, muss ich sagen. Also die kann ich wirklich empfehlen. Und dann auch sehr tolle Vögel, die Condor. Ich glaube, letztes Jahr sind die neu rausgekommen. Die kommen wirklich sehr hoch und haben auch einen Schlusseffekt, wirklich schön, muss man sagen. Ja, dann hier Dumbum X-Shape, Salute Cake, schießt nach links, rechts, nach links, rechts. Ja, also die ist schon cool liegen. Ich hätte sie mir nicht gekauft. So, machen wir mal weiter. Einhändig ist das gar nicht so leicht immer alles. So. Ich glaube, da sind auch einfach nur 2 Fächer-Cakes drin. Okay. Boah, das wird jetzt ganz schön schwierig. Aber ich habe es geschafft, sie rauszuholen. Und zwar haben wir hier einmal die Bellissimo von Argento. Das ist eine schöne Fächercake mit schönen Goldeffekten, also kann ich auch empfehlen. Oh, hier haben wir noch so einen Klopper. Eine Fächercake, zwar die Rainbow Crusette Viper. Ich bin mir nicht sicher, was die genau macht. Ich glaube, da will ich mich jetzt mal nicht aus dem Fenster lehnen. So, kommen wir zum dritten Karton. So, was haben wir hier? Einmal die Magellan. Könnte sein, dass sie auch neu ist dieses Jahr, oder? Ich weiß es nicht genau. Die ist nämlich auch für einen Kumpel. Dann haben wir hier die Amazon 10 Schuss Batterie, Kaliber 25.
Ja, die drei Schlagschocker mit Five Fontänen Vorbrenner. Auch ein netter Artikel, aber auch ein stolzer Preis. Und hier auch nochmal drei Schlagschocker Silbercracker Rot. Und der andere ist Corolla Rotblinker. Oh, da geht der ganz, ganz fix hier mit dem Auspacken. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber wer weiß. Ich glaube, hier müsste noch irgendwo ein bisschen Kleinzeug drin sein. Na komm. Das ist immer schwierig, das mit einer Hand alles zu packen. Sputniks lächeln mich doch schon da an. Auch ein sehr geiler Artikel, finde ich. Ja, dann haben wir hier einmal von Nestle Sputniks. Schöne Tieftonheuler-Bombenrohre mit Effekt oben. Dann hier Agathia 10 Schuss, 25 mm. Finde ich auch. Ist eine richtig geile Cake. Ordentlicher Zerleger hat das Ding. Würde ich mir immer wieder kaufen. Dann noch ein Argento Cake hier. Die Goldmarie. 25 Schuss, Kaliber 20. Ja, nette Goldeffekte. Jetzt nicht wahnsinnig krass, aber ist eigentlich ganz schön. Hier ein Klassiker für den Tag. Eine Blue Thunder, 7 Schuss Salut. So, ah, guck mal. Nochmal, Condor. Schon sagen. Zack. Wirklich Topflieger. Also die sind wunderschön, finde ich. Was haben wir denn hier? Knallkette. Nachbarn ein bisschen ärgern. 18 Böller im Verbund. Ich glaube, das ist eine A-Böller-Kette von Nico Feuerwerk. Ja, hier nochmal die Whistling Airplane. Auch nicht zu verachten. Deswegen habe ich sie mir auch zweimal bestellt. So, ein bisschen hier, dass das mal ein bisschen zusammen liegt hier alles. Ja, Moskitos haben wir hier auf jeden Fall. Kennt, glaube ich, jeder. Klassiker von Leslie. So, dann hier von Pyroland, die Crackling Beam. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Auf jeden Fall auch ein richtig schöner Artikel. Und zwar sind das kubische Kanonenschläge mit Crackling gefüllt und die haben eine enorme Ausbreitung, also wirklich wahnsinnig. So, was haben wir hier? Ach, guck mal, auch eine Neuheit dieses Jahr. Die Neon Clouds von Albert Feuerwerk unter Marke von Funke. Ja. 10 Bombenrohre mit zwei unterschiedlichen Effekten. Hier auch nochmal. Dann, als nächstes, Riesenrauchbälle von Argento. Ja, bunter Rauch, braucht man, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Ne? Dann haben wir hier noch eine kleine Cake, einmal die Aeon. Silbercracker Bouquet, 7 Schuss. Zack. Dann nochmal hier von Dumbum. 16 Schuss in 5 Sekunden. Salutbatze, die macht ordentlich Radau. Dann hier, richtig geiler Vulkan. Also den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Lone Star Crackling Vulkan. Also da habt ihr echt die ganze Straße voll Crackling. Richtig geiles Gerät. Ja. So, dann haben wir hier nochmal den Titanenball Mittel. Auch von Argento Feuerwerk. Also Quäcklingbälle halt. Na guck mal, jetzt sieht man das schon wieder schlecht. So, einmal so. Hier noch ein paar Lady Cracker von Xplode. Sind auch mal ganz nett. Aber naja, die taugen halt auch nicht mehr viel. So, eher so ein Spaßartikel. Ja. So. Da sind wir auch schon beim letzten Paket angelangt.
einige Raketen, wie man sieht hier. Ich nehme mal hier mit einer größeren Schachtel an. Die Carbon-Raketen, Carbon-Rockets von Argento. Schöne Raketen, wie ich finde, mit Goldeffekt. Sind mittlerweile auch ein bisschen teurer geworden. Früher waren die mal echt richtig günstig, hatten ein super Preis-Leistungs-Verhältnis wie die Sternraketen. Ja, hier ist schon ein bisschen abgerissen. Pfeifraketen, Kaliber C. Silbercracker. Hier sind etliche Pfeifraketen. Hier, Pfeifrakete Kaliber B mit Silbercracker und Knall haben wir auch. Wenn das mal alles auf der Couch hier halten würde. So, dann nochmal. Pfeifrakete Kaliber C, das zweite Mal mit Silbercracker. Zweimal. Hier, Pfeifrakete Kaliber A. Mein Gott, da habe ich mal wieder zugelangt. Hier, Pfeifrakete Kaliber B mit drei Stufen Silbercracker. Die finde ich richtig nice. Oh, die gefallen mir besser wie die normalen. Hier auch. Pfeifrakete Kaliber C mit drei Stufen Silbercracker. Und dann nochmal Pfeifrakete Kaliber B mit drei Stufen Silbercracker. Da willst du wohl halten hier. So, dann nochmal Pfeifrakete Kaliber B mit Silbercracker und Knall. Eigentlich haben wir hier alle Sorten zweimal, wenn ich das richtig sehe. So, was haben wir hier noch? Ah, guck mal, auch ein schöner Artikel von ABA. Die Blitz- und Donnerraketen. Für die Größe knallen die ordentlich, sage ich euch. Na, guck mal, noch mehr. Nochmal hier Pfeifrakete Kaliber C mit Silbercracker. Drei Stufen. Also davon habe ich auf jeden Fall mehr als genug zum Pfeifen. Hier geht es weiter mit Pfeifartikeln. Zweimal Neuheit 2021. Die Trillerraketen. Sehr schöne Artikel, wie ich finde auch. Das kann man von der 3-Stage-Version nicht sagen, weil die 3-Stage-Version, die fliegt immer in Nachbars Garten und explodiert da quasi. Die haben eine zu hohe Verzögerung. Deswegen, da passt ein bisschen auf mit den Teilen hier. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Drei Stufen Trillerraketen von Funke hier. Im Hintergrund läuft ein bisschen Highspeed-Musik. So, was haben wir hier noch? Gucken wir hier die Goldraketen von Argento. Ja, ich habe schon hier fast gar keinen Platz mehr zum Aufstellen. Ich lege die jetzt einfach mal hier so hin. Sieht zwar jetzt alles nicht so sexy aus, aber ist ja nicht so tragisch. Hier Delta Rockets 1200. Ja. Die anderen beiden Versionen hatten wir ja schon. Auch Neuheit dieses Jahr. Und hier auch nochmal die 1200er Delta Rockets. So, dann haben wir hier noch Scream Rockets 2, 3 Stage Eimer. Und Scream Rockets 2. Ja, sind auch immer ganz nett. Ja, alles hier mit Heuleffekt. Hier noch ein bisschen was für den Tag. Die Silberblitzraketen. Kleine Salutraketen von Funke, auch schöner Artikel. Ja, und dann kommen wir jetzt auch schon zu unserem letzten Artikel hier. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen genau. Barajo Silver Whistle. Also die sind echt cool. Das sind so schwärmerartige Teile. Also die pfeifen auf dem Boden quasi. Ja, wenn ihr Platz habt, wirft ihr die auf den Boden. Und wenn nicht, steckt er die lieber in den Boden rein, irgendwie in die Erde. Sonst sind die auf einmal beim Nachbarn im Garten. Da seid ein bisschen vorsichtig mit sowas. Aber ein richtig geiler Artikel, den hatte, glaube ich, der Pyro-MP hier letztes Silvester dabei. Und da war ich ganz schön von begeistert. Und dann habe ich mal gefragt, wo er den her hatte. Ja, und deswegen habe ich mir den jetzt auch geholt. So, jetzt kommen wir mal zur Gesamtübersicht hier. Naja, es sieht jetzt nicht so schön aus. Aber ich denke mal, es geht. Ja, so sieht das aus. Freunde, wir können nochmal hier alles im Einzelnen durchgehen. Höllenfeuereimer, Funke A-Böller zweimal,
einmal Funke B-Böller, Delta, Atlas Rockets 1700, Apollo Rockets 2000, Sputniks von Leslie, dann alle Fontänen, Rubinen, Smaragde, Silbertaler und Kristalle, jeweils zwei Packungen. Crackling Beam, eine Packung von Pyroland, Moskitos, Whistling Airplane, zweimal dabei. Ja, den Condor Feuervogel von Funke auch zweimal. Lady Cracker einmal. Einmal die Dumbum X-Shape, dann hier die Crazier Compact da unten. Eine kleine Knallkette von Nico Rauchbälle. Dann haben wir hier den Crackling Vulkan von Lone Star, die Aeon, noch eine Dumbum Cake 5 Sekunden. Zweimal drei Schlagschocker, einmal mit Corolla Rotblinker und einmal Silbercracker Rot. Ja, dann die Bellissimo Batterie, die Rainbow Crozette Viper, Goldmarie, Amazona, Magellan, Agathia und die Blue Thunder. Dann hier die Neon Klaus halt zweimal als Neuheit, Titanbälle, Mittel, Blitz und Donner, Trillerraketen, 3 Stage, Carbonraketen. Dann alle 5-Raketen, jeweils 2 Packungen. Nochmal die normalen Triller-Raketen, 2 Pakete. Ja, Gold-Raketen von Magento. Delta Rockets 1200, zweimal. Silberblitz-Raketen. Ja, hier die Pfeiffer, Schwärmer. Ja, und Scream Rockets 2 und Scheme Rockets 2, 3 Stage. Ja, das war jetzt erstmal unser kleiner Einkauf. Ja, ist eigentlich schon gar nicht so wenig. Ist schon ein bisschen, ich denke, damit könnte man auch ein Silvester gut verbringen, auf jeden Fall auch mit den ganzen A-Böllern. Ist aber wirklich nur ein ganz kleiner Teil hier, was eigentlich noch kommen soll. Weil, wie gesagt, ich hatte noch eine Feuerwerksweltbestellung eingelagert. Und mal schauen, wenn ich die dieses Jahr mal abholen kann irgendwann. Die ist für über 1600 Euro, glaube ich, circa. Ich glaube, die Bestellung hier, die ging jetzt um die 600, wenn ich mich nicht irre, ca. 600 Euro ist das, was hier liegt. Ne? Also ein Bruchteil, was eigentlich noch kommt. Ja, was ich hier eigentlich sonst noch so habe. Ein paar Reste hier. Noch alte Goldfontänen und sowas. Falls jemand sowas mal interessiert, ja. Da habe ich noch ein paar alte Funde beim alten Kollegen gemacht. Der wollte das ganze Zeug nicht mehr haben. Ja. Das war's dann auch schon, Freunde. Ich wünsche euch noch eine angenehme Vorsilvesterzeit, ne?